Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Tierpark Gettorf. Das letzte Video ist ein bisschen länger her, deswegen dürfen wir euch jetzt noch mal ein frohes neues Jahr wünschen. Und es hat bei uns mal geschneit. In Schleswig-Holstein ist das ja nicht mehr so häufig in den letzten Jahren gewesen. Mittlerweile liegt wieder ein kleines bisschen Schnee oder das, was wir unter Schnee verstehen. Und heute wollte ich euch dann mal den Unterschied erklären zwischen Winterschläfer, Winterstarre und Winterruhe. Da gibt es nämlich ein paar Unterschiede und die möchte ich euch jetzt mal anhand unserer Tiere, die wir hier haben, nähern. So, ich bin jetzt hier mal an unserem Schildkrötenteich. Hier wohnen unter anderem unsere Schmuckschildkröten mit einigen Fischen auch drin. Und bei Reptilien und Fischen ist es so, die fallen zum Winter in eine Winterstarre. Diese Tiere können ihre Körpertemperatur nicht selbstständig regulieren, so wie das Säugetiere können, wie wir jetzt das zum Beispiel haben, immer mit einer konstanten Temperatur. Bei denen ist es so, dass sie immer so warm sind wie die Umgebung. Deswegen könnt ihr im Sommer das bei denen natürlich auch beobachten, dass die Schildkröten sich hier sonnen, um auf Betriebstemperatur zu gehen. Also, Reptilien, Fische, Insekten gehen in eine Winterstarre. Die können sich dagegen sozusagen nicht wehren, weil wenn das Klima schlechter wird, fährt deren Körpertemperatur runter und auch deren Organismus läuft dann langsamer. Entsprechend ist dann der Herzschlag langsam und die wachen auch zwischendurch nicht auf, also die kriegst du nicht aufgeweckt. Wenn wir jetzt natürlich hier reintauchen würden, was bei dem Wetter natürlich kein Vergnügen ist, und wir holen eine Schildkröte raus und würden die dann in ein Terrarium setzen oder ein Aquarium, bei dieser Schildkröte da jetzt Temperatur wieder hochfahren, dann würde sie wieder aktiv werden. Das passiert aber ganz alleine im Frühjahr wieder, wenn die Temperaturen steigen. Die Schildkröten werden wieder aktiv, kommen wieder raus und setzen ihr Leben sozusagen fort, nehmen dann einfach wieder Nahrung auf und machen halt das, was Schildkröten halt so den ganzen Tag machen. Jetzt wollen wir dann was zu den echten Winterschläfern mal erzählen. Echte Winterschläfer bei uns, das wären zum Beispiel der Igel, der Siebenschläfer, Fledermäuse. Das sind Tiere, die sich im Früh- oder ja übers Jahr hinweg Fettreserven für den Winter anfressen. Das ist alles hormonell gesteuert, ist alles mit der Tageslänge natürlich im Rhythmus gestellt. Und da ist es so, dass diese Tiere wirklich ein Fettpolster haben und dann irgendwann hormonell ihre Temperatur runterfahren. Solche Tiere sollte man tatsächlich auch nicht wecken, weil sie im Winter tatsächlich nichts zu fressen finden. Gerade Fledermäuse ist klar, Insektenfresser, die finden im Winter nichts, wenn man die weckt. Und wenn man zu häufig einen Winterschläfer aufweckt, dann ist es einfach so, dass das Energie kostet und die daran tatsächlich sterben können. Wir haben hier jetzt einen echten Winterschläfer, der stammt aus Nordamerika. Wir sind bei unseren Präriehunden. Präriehunde sind hörnchenverwandt und auch in Nordamerika ist es so, dass die Tiere da einen Winterschlaf halten. Es ist aber nicht so, dass aber im Winterschlaf tatsächlich die Tiere tief und fest schlafen, die wachen zwischendurch auch auf. Das ist tatsächlich so, weil man muss sich mal wenden, man muss mal Urin ablassen oder Kot. Und es ist bei denen aber sehr wichtig, die fressen zwischendurch nicht. Ja, also die haben ihre Fettreserven sich angefressen, schlafen gemeinsam dann jetzt in ihrer Höhle unten. Da ist es schön warm, da kuschelt man miteinander. Und bei denen ist noch ganz wichtig, dass echte Winterschläfer ihre Körpertemperatur runterfahren und dass auch der Herzschlag langsamer wird. Bei denen ist das nicht wie bei einer Winterruhe. Da gehen wir jetzt gleich noch zu anderen Tieren, die wir hier haben und da erkläre ich euch die Winterruhe. Okay, dann gibt es neben dem Winterschlaf auch die Winterruhe. Winterruhe, da haben wir wieder was Einheimisches zu Beginn als Beispiel. Da wäre zum Beispiel das Eichhörnchen ein klassisches Beispiel. Das macht über das Jahr hinweg natürlich seine Vorräte, legt es an, baut sich dann die Kobel, wo drin es dann schläft und zwischendurch immer mal aufwacht. Die schlafen natürlich, weil es hauptsächlich eigentlich nichts zu fressen gibt, gehen aber zwischendurch mal raus und graben dann ihre Vorräte wieder aus. Die sind also aktiv, die stehen auf, die machen was. Die schlafen zwar, weil es kalt ist und weil man eigentlich auch wenig machen kann und bei dem Wetter ist es auch nicht ganz so angenehm. Stört die aber nicht. Bei unseren Stinktieren, wo wir jetzt gerade sind, da ist es genauso. Das ist ein Beispiel für eine Winterruhe. Die Tiere gehen unterirdisch in ihre Höhlen, die wir hier haben, haben da auch ein Nest und verschlafen da die meiste Zeit. Es ist aber so, dass sie zwischendurch auch aufstehen. Die graben hier auch tatsächlich mal oder sie nehmen was zu fressen auf. Das ist vollkommen normal. Hallo Fiona. So, jetzt bin ich mal bei unseren Stinktieren. Da würden einige jetzt sagen, Mensch, jetzt stört er die. Nee, das ist nicht so tragisch. Stinktiere halten eine Winterruhe. Das heißt, die schlafen zwar auch zwischendurch, weil es draußen eigentlich nichts zu fressen gibt, in Nordamerika, wo sie herkommen. Da wir aber in einem Tierpark sind und wir uns um unsere Tiere kümmern, können wir zwischendurch natürlich was reichen. Also es ist vollkommen normal, dass auch die über den Frühling, vom Frühling bis zum Spätherbst, sich dann halt eine Fettreserve anfressen, auch ein Winterfell kriegen, damit sie nicht frieren. Es stört sie aber nicht, wenn man zwischendurch mal hingeht, weil auch diese Tiere zwischendurch aufstehen. Was unsere Stinktiere machen, ist, dass sie zwischendurch rausgehen, mal an die Futterschale gehen, nochmal was fressen oder auch mal hier ein bisschen aktiv sind und graben. Das hängt halt immer damit zusammen, wie halt das Wetter ist. Es ist aber so, dass die viel Zeit jetzt einfach verschlafen, es sie aber nicht stört, tatsächlich, wenn man jetzt hier einmal aufmacht, gehen sie halt mal raus, kommen gleich wieder rein, es stört sie tatsächlich nicht.
So, jetzt habe ich noch mal ein Beispiel, weil das immer wieder verwechselt wird. Wir sind jetzt bei unseren Waschbären. Waschbären sind Kleinbären und bei den Bären wird meistens immer gesagt, der hält einen Winterschlaf. Nein, auch der ist so einer, der zwischendurch aufwacht. Unsere Waschbären sind jetzt in ihrer Hütte drinnen, verschlafen da die meiste Zeit, sind aber genau wie das Stinktier so, dass sie zwischendurch aufwachen. Hier Frieda guckt tatsächlich schon und weiß gar nicht, was jetzt davon halten soll, dass ich hier bin, ohne irgendeine nette Sache. Aber auch diese Tiere wachen zwischendurch auf und fressen was. Natürlich haben auch die sich eine Fettschicht angeeignet über das Jahr. Die wird jetzt ein bisschen abgebaut, aber es ist vollkommen normal, dass jetzt Frieda zwischendurch rausguckt und auch mal aktiv ist, gerade eher nachts, um zu schauen, was so los ist. Wenn man jetzt natürlich jetzt hier ist und spricht, kommt sie natürlich auch tagsüber. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt den Unterschied zwischen Winterschlaf, Winterstarre und Winterruhe verstanden. Ansonsten schreibt gerne unter das Video, welche Tiere ihr vielleicht mal wieder sehen wollt, was wir möglich machen können. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald.